Ansage an alle Akademiker von heute, Wissensstand 2017. Ansage an alle Akademiker heute. Wir damals, 1966, Polizist werden wollen, 1976 Polizist geworden, nicht vollzogen, wegen Hohlsengen-Spreizfuß. Heute in der Erkenntnis 2017, das war ein Vorwand, weil wir damals zu viele waren. Wenn man dann zur Feuerwehr gehen möchte, sagt die Feuerwehr, Akademiker nehmen wir nicht. Wir brauchen Handwerker. Leider fürs falsche Handwerk entschieden, ging es halt beruflich als Feuerwehrmann auch nicht. Somit Berufsfeuerwehrmann nicht geworden, aber Firmenfeuerwehr. Firmenfeuerwehr der damaligen Zeit, 1979, das ging. Ansage an alle Akademiker, die heute, im Jahr 2017, uns alten Akademikern, weit über 55 plus, die Ansage machen, im Ich und Hermann. Wir wurden erzogen, Hermann und ich. Wenn 1966 einer gesagt hat, ich und Hermann, dann hieß das, ich und der Esel. Tja, der Esel ist heute das Ich. Denn heute heißt es ich und der Hermann. Damals Hermann und ich gingen die Straße lang. Dieses Video, Ansage an die Akademiker, ist natürlich heute im Jahre 2017 mit einem gewissen Hintergrund. Wieso, weshalb, warum? Akademiker beherrschen die Welt mittlerweile. Deutschland hat nichts anderes zu bieten wie Akademiker. In meiner Zeit, 15 Jahre nach D-Day geboren, kann jeder nachrechnen, 15 Jahre nach D-Day geboren, überhaupt nichts mit Braun zu tun. Adenauer hat uns geprägt. Adenauer hat uns nach vorne gebracht und alle, die damit zu tun hatten. Das ist heute an sich die Frage, was ist los mit euch, Akademiker von heute? Was ist los? Ihr habt die braune Suppe im Kopf, die habt ihr gepachtet. Von morgens bis abends braune Suppe. Was ist denn mit Adenauer Wirtschaft auch schon? Was ist der Zusammenhang mit Technik damals, Technik heute? Ich bin also ein Kind der 50er Jahre und bin ein Kind der CeBIT 1995. Darauf basiert das Ganze, die Grundlage der heutigen Technik. Involviert durch 60, 70, 80er Jahre in der Welt der Technik, somit heute die Technik von heute. Heute ist aber leider der Akademiker, der reiche Akademiker, der gar nicht denkt, sondern denken lässt. Es ist ja kaum noch ein Malocher, ein Angestellter. Den gibt es ja irgendwie gar nicht. In meiner Zeit war der, der von der Hauptschule kam, noch in der Lage, sich ein Haus zu bauen durch seine Arbeit. Denn ein Handwerker von der Hauptschule zum Handwerker oder zum Angestellten konnte sich noch was leisten und auch er konnte einen sogenannten Beitrag leisten. Heute ein Akademiker, ein Studierter, der uns allen erzählen will, wie Deutsch gesprochen werden soll. Damals ist falsch, wie es zur Zeit war, musste man sprechen, ist viel zu lang, aber egal. Wie komme ich jetzt auf die Ansage an alle Akademiker von heute? Als Altakademiker von weit, weit her, müsste man an sich sehr schräg sprechen, um in zu sein. Um in zu sein, müsste man ein Nerd von heute werden. Big Bang Theorie. Die Big Bang Theorie, die Serie aus Amerika, ist verdammt gut. Ja, keiner bemerkt, dass die Person kein Glas hat, ja, ne? Ja, genau, der Chef ist auch schon wieder im heutigen Äther. An alle Akademiker, ich kam gerade aus dem Redefluss, weil ich mich der neuen Technik widmen muss, eine sogenannte SMS durchlesen und dann beantworten. Und dann komme ich immer wieder. So, da bin ich wieder. Habe die moderne Zeit genutzt. Während ich sprach in diese Kamera hinein, habe ich natürlich auch die SMS vollbracht. Und somit die allerneueste Technik
benutzt. So, wir, die ab 66 aufwärts uns ausgedacht, na, was werden wir denn? Gut, ich sagte soeben, ich wollte Polizist werden. Ging nicht, weil wir waren halt zu viele damals. Und deswegen wurden die dann fadenscheinig aussortiert. Hat es mich getroffen. Vielleicht musste das so sein, wenn es einen trifft. Gut, wie gesagt, der staatliche Werdegang, somit auch dem Bund gesagt, du kannst mich mal, weil wenn schon Polizei und Feuerwehr, dann brauche ich auch nicht zur Bundeswehr. Also habe ich das alles sein lassen. Bin Kaufmann geworden in der Welt der Technik, Medientechnik, Film, Foto, Produktionen und Verkauf, Dienstleistungen und so weiter. Natürlich war ich auch obendrein noch angestellt. Das ging nämlich auch damals. Jeder Student muss ja irgendwo unterkommen und arbeiten. Sonst geht das ja sowieso nicht. Damals war aber alles etwas leichter, heute etwas schwieriger. Nur im Rausch von Lutschke, im Rausch von 70er, 80er Jahre und im Rückenwind 50, 60er Jahre und wie gesagt die Adenauerzeit, Bonn, die Hauptstadt. Nun, es war alles anders. Heute spricht man ich und der Hermann und damals sagte man der Hermann und ich, weil ich und der Esel, das war irgendwie nicht so angesagt. Ob ein Akademiker mich jetzt hier wirklich versteht, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber die Ansage geht nur an die Akademiker von heute. Wir schreiben heute anno 2017. Viele sind zurückgesprungen in das Jahr 1917. Viele sprechen von der Weimarer Republik. Entzieht sich alles meiner Kenntnis. Heute ist angesagt, 2017. Meine Person ist nicht anerkannt, weil 55 plus schon weit drüber. Das Verfallsdatum ist weit überschritten. Wenn man heute alles bezieht und wenn man heute sich alles durchliest, heute ist die Macht ein Klick, eine SMS, die Welt der Elektronik mit 4,3 km/h durch den Äther bzw. die Elektronen, die aneinander dippen und darin die Informationen weiterleiten. Die Information ist so schnell geworden, das, was jetzt hier gemacht wird, wurde auch schon 1966 gemacht. Da sagte man Super 8. Super 8 der damaligen Zeit wird heute zelebriert durch die Akademiker. Ich habe mit Super 8 gefilmt. Manchmal frage ich mich, bin ich im falschen Film? Bin ich auf dem falschen Planeten? Was ist denn bloß geschehen? Liegt es wirklich an der Wende 1990? Deutschland ist offen und somit total besoffen? Oder hat in Wirklichkeit die DDR 2.0 übernommen? Wie komme ich jetzt auf diese, beziehungsweise wie komme ich jetzt auf diesen Videoclip? Wieso sitze ich jetzt hier vor dieser Kamera und spreche da hinein zu den sogenannten Akademikern, die mich jetzt an die Wand nageln? Wir hatten damals wunderbare Gruppen, Insterburg und Co. Insterburg und Co. sangen ein Lied. Ich habe Abitur, ich habe studiert, ich nagel meine Tapete quer an die Wand, weil es effizienter ist. Ja, also worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass uns die Welt der Akademiker ein bisschen verseuchen. Sie sprechen geschwollen daher. Sie sagen uns, wie wir richtig zu sprechen haben. Sie sagen uns, wie wir richtig recht schreiben sollen. Ich frage mich zwar, warum ich Schifffahrt mit 3F schreiben soll, wenn ich an Pfeiffer mit 3F denke, den Film, die gewisse Bohle, war auch reichlich viel Alkohol drin, die Feuerzangenbohle. Wenn ich an alle alten Schauspieler denke, die man live um sich hatte, wenn man bedenkt, wenn man live selbst an einem Set verweilt, wenn auch nur als Techniker, nennt man heute Freelancer Crew, dann wird einem heute klar, im Jahre 2017, es ist mal wieder Wahl. Und wenn man sich sowas ansieht wie Facebook, dann fragt man sich, was ist Facebook überhaupt? Ist das der Hort aller Irren, die da Freigang haben? Oder warum wird da so viel Merkwürdiges gepostet? Ihr merkt auch da die deutsche Sprache gepostet. Jetzt könnte ich auch einen auf Deutschlehrer machen, hineingesetzt. So, wenn wir einen sogenannten Language schon wieder... Sprache, wenn wir wirklich einen Modus haben, einen neuen Modus haben,
einen neuen Lebensstandard, wo ich sage, ich und der Hermann und nicht Hermann und ich, wie wir es gelernt haben, dann sind wir also alle irgendwie Esel. Ja? Eine sogenannte Ich-Gesellschaft. Ich. Erst kommt ich und dann der andere. Bemerkt wohl kein Akademiker, was er da verbockt, denn die Rechtschreibung, naja, die könnt ihr halten, wie ihr wollt. An alle Akademiker, die ja gesülzen Deutsch und Grammatik und was weiß ich nicht alles da und Zeit, Präsens und den ganzen Quatsch, den ihr euch da habt ausgedacht. Ist ja eine wissenschaftliche Schule. Ohne wissenschaftliche Schule gibt es keine Lehrer. Sollte auch jedem klar sein. Wer also das Lehramt ausüben will, kommt von einer sogenannten wirtschaftlichen Schule. Ja, das Denken ist ja gedacht eines Gedanken, der durch die Synapsenrausch dort irgendwie im Gehirn durch sogenannte elektromagnetischen, bioelektronischen Einheiten da oben rumhuselt. Wenn man bedenkt, deswegen ist man ja auch darauf gekommen, das Internet etc. hier mit Strom auf den Weg zu bringen. Strom leitet auch Informationen. So, die Ströme im Gehirn leiten also Informationen. Die Reizbarkeit der Synapsen, die Reizbarkeit des Gehirns und auch des Redeflusses kommt ja von irgendwoher. Wie jeder bemerkt, ist das hier jetzt ein Freiredner. Dieser Freiredner hat also im Gedankengut durch den Mund gesprochen, mit den Fingern gewedelt, alles mechanisch, biomechanisch. So, wenn ein Mensch also denken kann, sich bewegen und so weiter und so fort, also ist er. So sprach auch Einstein. Ja? Okay, er hatte Theorie. Meine Theorie ist jetzt, dass die Akademiker von heute sich mal selber spiegeln sollten, sich selber mal hinterfragen sollten. Sie müssen nichts, denn einen Zwang gibt es nicht, hat es noch nie gegeben. Ja? Wer denkt, dass es einen Zwang gäbe, ist irgendwie falsch gepolt. Die Freiheit des Wortes, die Freiheit des Seins, die Freiheit des Menschen steht an allererster Stelle und nichts anderes. Viele wissen überhaupt nicht, in dem Land, wo sie leben, ich rede nicht vom Ausland, ich rede vom internen Land, dass dieses Land, worin sie wohnen, auch in der Stadt, in der sie wohnen, gewisse Gesetze gibt, die Politiker bzw. die Verantwortung tragen, auch der Oberbürgermeister, aufgesetzt haben. Und darin soll dann das Ganze funktionieren. Es ist ein Räderwerk. Dieses Räderwerk in der Satztextur der Richtlinien des Gesetzes im Aufbau des Grundgesetzes wiederum aufgebaut auf den Rechten, Menschenrechten. Also vom Menschenrecht 1948 kommt das Grundgesetz 1949 und dann kommt die Verfassung aller Länder. So zwischen 1950, einige andere Länder haben eine Verfassung selbst aufgebracht im Jahre 1956. Dann kommt die Charta von 1966. So, an alle Akademiker, wo ich jetzt hier diese Zahlen gesagt, ne? Menschenrecht 48, Grundgesetz 49, Verfassung der Länder, in denen man lebt. Ich lebe in der Verfassung Nordrhein-Westfalen von 1950. Aufgebaut auf dem, was ich gerade gesagt habe. Und in euren Ländern, Hessen und Thüringen, keine Ahnung, schaut mal rein. Oder in euren Stadt, ja, das ist eine Stadt. Also wir haben hier eine freie Stadt. Wir sind die erste und einzige Optionskommune. Wir haben also mit den anderen soweit nichts zu tun. Damals. So, an alle Akademiker, das ist die neue Serie. Die Akademikerwelt wird jetzt aufgewühlt. Sie kann zurückschreien, Christen anfingen, um eines Besseren zu begehren. Ich würde mich wirklich freuen, die Römer stellten. Als Alter, 55, gab es ja jemanden aus der Welt der Akademiker, aus der Welt des von ganz Staats, weit oben, aus der österlichen Zeit, Jura, wieder zurückgeführt wurde, auch nach ca. 36 Jahren Lebenszeit. Und aber auch es war normal. Damaligen Zelt Frauen starben Welt mit 40 Zeit, und Männer auch. Circa. Heute wird alles doppelt und dreifach so alt. Es war einmal also, vor sehr langer Zeit, dieses gehört in die Welt der Märchen. Es spricht heute keiner mehr so. So langsam macht auch die Sprache einen nicht mehr froh. Ein Kauderwelsch, was uns tagtäglich beherrscht, besonders Facebook, sagt das Wort, ist auch Englisch, Gesichtsbuch,
Ein Buch lauter Gesichter. Ja, die Frage lautet, warum muss man da auch unbedingt in einer virtuellen Welt mit seinem realen Namen auftreten? Ist schon mal ein Zwang, der an sich gar nicht erlaubt ist. Dieses sogenannte Gesichtsbuch, Fratzenbuch, Facebook, ist natürlich freiwillig. Viele sind schon im Zwang. Viele leben schon im Fluss der Elektronen und merken gar nicht, wie sie da fließen. Viele Jugendliche, die nur noch, wir nennen das, daddeln, also auf ihren Geräten rum, die alle, wenn sie Glück haben, in guten Verhältnissen aufgewachsen, die diese Technik haben, noch gut beherrschen. Wir, die Alten, jetzt Alten, noch nicht die Alten sind, haben keine Probleme damit. Das ist auch gut so, weil wir, die Alten, die noch nicht die Alten sind, können, werden in dem Moment, wo sie die Alten sind, ab 80, 90 aufwärts, also diejenigen, welchen, die dann in einem Heim sitzen, können sicherlich mit der neuen Technik mithalten. Aber jetzt, in diesem Moment, die Alten, die richtig Alten, 70, 80, 90, ja sogar 50 plus, haben heute mit der Elektronik dreifach gewaltige Probleme. Es war einmal, darum gibt es ja sowas wie hier. Wer ein Problem mit der Technik hat, ist hier gut aufgehoben, weil er hier die Technik bekommt, die er braucht. So langsam macht auch die Sprache seine Daten nicht mehr froh, sich selber überhaupt an jemand anderen zu versenden. Tagtäglich elektronisch zu versenden. Facebook, wenn ich mir das alles so ansehe, was heute da geboten wird, sehe ich natürlich, dass da der Kapitalismus ganz weit, warum muss man da auch, dass eine Lüge, eine Seifenblasenoper des Geldes überall hier Blasen wirft und jeder sich hineinwirft, um festzustellen, dass es nur eine Blase ist. Dieses sogenannte Gesichtsbuch, der kein Geld hat, Katzenbuch, Facebook, was aber auch nicht stimmen kann. Wenn so viele Flüchtlinge kommen, angeblich ohne Geld, schon im Zwang. Die kommen verdammt weit. Viele leben schon. Ich aber, muss, der jetzt hier aufstehe, Märtyrer gehe, komme ich nicht mal eben an die Jugendliche, die nur noch, ich das sollte, außer ich könnte dem sagen, hör auf, rum, mit dem seine die alle Sprache verstehen könnte haben. Und diese Sprachverhältnisse aufgewachsen, diese Technik haben, noch gut, bin ich ein Fremder. Wir, die Alten, egal was ich jetzt mache, noch nicht die, werde ich als Fremder sind, gesehen, haben keine Probleme egal damit, sprech, dann wird immer ein Fremder sein. Weil wir, die Alten, die noch sie nicht sind, die das Alten Ganze sind, überhaupt nicht. Können, ich verstehe diese Moment, Art verleben, ab 80, 90 so aufwärts. Also ich muss also, welchen, die dann in einem anerkannt zu sein, sitzen, total können sicherlich bekloppt, der neuen Technik sein. Mit. Dann jubelt die Masse. Dann bin ich jetzt da, der diesem Moment. Werde dann irgendwo in YouTube als YouTuber, 70, 80, als 80, 90, ja, sogar 80, bildlich zum Kleben haben, in irgendein Album Elektronik bewertet und angehoben und gefeiert. Darum die Jugend von heute sowas ist also hier elektronisch verseucht. Wer die Jugend von heute mit der Technik hat, geht halt mit der Elektronik aufgehoben, anders, weil er hier die Technik wir bekommt, gehört zu den Pixelvätern, die da anfingen. Sich Kästen selber zu machen, die keinen Sinn überhaupt aber schon an jemanden anderen zu versenden. Elektronisch. Der Anfang des Computers, auch die Sprache, wenn Kalt, ich auch mir das alles so ansehe, was Computer heute war ja geboten, eine Maschine, natürlich jemand, das Daderwerk diente ganz weit in der Antike. Das ist eine Lüge, eine Seifenblase. Irgendwelche Fremden, Gelbe, fremder Sprache, überall hier Blasen wirft, wieder sich hineinwirft, um festzustellen, dass es nur eine Blase ist. Und kein Geld. Die Keule war, wer kein Geld hat, Keule, zack, hat mitgenommen. Ja, heute geht natürlich nicht stimmen kann. Zwischendurch hier so viele Flüchtlinge kommen, hier gehen, ja, also angeblich vielleicht ohne Geld. Nun, sie kommen verdammt weit. 2017. Ich aber Zibit. Jetzt hier aufstehe, durch die Türe gehe, komme ich mal eben an, in Syrien an. Welt der Elektronik. Ich weiß nicht, was ich das sollte. Ja, außer ich könnte dem sagen, hör auf, Strom weg. Sind wir wieder Menschensprache verstehen könnte und diese Sprache sprechen dann könnte. Ja. Ich möchte es nicht erleben, wo ich hingehe. Ich hätte jetzt Lust, 50 Jahre zu leben, aber bitteschön, egal was so ich mache, so wie es ist, werde ich als Fremder Strom
gesehen. Keine Energie. Egal wie ich spreche, alles ein bisschen wird immer ein Fremder sein. Also mit analog kommen wir ja nicht. Ich verstehe das Ganze. Die Kinder auch heute überhaupt nicht. Ich und du. Ich verstehe diese Art von Leben so Esel, nicht mehr. So wurde uns das beigebracht. Ich muss also, wir wollen also Masken, um anerkannt zu sein, zu sprechen. Total dämlich. Heute ist es ja gang und gäbe. Oder wahnsinnig sein. Dann jubelt die Masse. Dann bin ich ein Star der Masse. Manchen Film hört man werde dann irgendwo in YouTube als YouTuber, als New YouTuber also sogar bildlich zum Kleben in irgendeinem Album zu sein, bewertet und angehoben und gefeiert. Das so nicht die Jugend von heute ist also aber elektronisch verrückt. Die Jugend von heute Zeit genommen, geht halt mit der Elektronik in die Kamera zu sprechen. Wir gehören zu den Pixelvätern, die da anfingen, Kästen zu machen, die keinen Sinn, aber gibt es ja schon noch mit Sprache jetzt ein Computer darstellen. Die normal. Der Anfang des Computers, auch die Sprache mit Pascal, Video nur auch der erste sogenannte Computer, so ein war Video auch nur eine Maschine, die man dem Hinterräderwerk bediente Geld in der Antike. Weit, weit weg. Das muss so. Das irgendwelche Fremden mit fremder Sprache haben irgendetwas gefunden, was heute in jeglicher Sprache man benutzt man schon mal wieder Fehler. Die Keule war, oh, die Frau, eine Keule, Video, zack, mitgemacht. Ja, heute geht es natürlich. Zwischendurch hieß es, willst du mit mir gehen? Einer, ja, nein, vielleicht. Nun, 2017, CeBIT. Ja, die lustigen. Ja, Roboter. Macht so manche ID-Welt. IT-Welt. Ja. Welt der Elektronik. Ja, künstlich alles. Ist der Strom weg? Sind wir wieder Menschen? Sind wir wieder analog? Ja, und dann, ja, ich möchte es nicht erleben. Also ich hätte jetzt Lust, 50 Jahre zu leben, aber bitteschön, so wie es war, so wie es ist. Macht keiner Unterschied. Sobald kein Strom, keine Energie, dann ist alles ein bisschen. Also mit analog kommen wir ja nicht klar. Wir kennen ja auch, heute sagt man ich und du. Früher sagte man du und ich, weil ich hieß der Esel, so wurde uns das beigebracht. Wir wurden also dann Maß geregelt, nicht so zu sprechen. Aber heute ist es ja gang und gäbe. Ich. Oder nicht desto trotz. Ja, in so manchen Filmen hört man immer nicht desto trotz. Ja, also schon Hammer. Um nicht respektlos zu sein, nicht desto trotz, möchte ich Ihnen aber sagen, dass das steht wie Irrsinn. Wahnsinn. Hammer. Echter Hammer. Ich habe mir heute die Zeit genommen, in die Kamera zu sprechen, um vielleicht mit irgendwelchen Leuten, die Interesse haben, mal was zu machen. Vielleicht gibt es ja wirklich noch Leute, Menschen, die normal sind und sich nichts daraus machen, dass so ein Video nur ein, zwei oder drei Leute gucken und nicht so ein Video auf den Weg bringen mit dem Hintergedanken, Geld muss Geld bringen, das muss wirken. Das muss nach einem gewissen Standard aufgebaut werden. Ne? Ja, dann sind wir schon mal wieder fehl am Platz. Video soll Spaß machen. Film soll Spaß machen. Meiner einer mag halt die Väter der Klamotte. Ja, die lustigen. Erhard und Co. Macht so manche einen Trog. Wie ich da so stutzte, ne? Dieser sogenannte Sprachgebrauch. Oder der Herr Tegmeier aus Bottrop. Ja, der Tegmeier aus Bottrop war halt ein Kumpel und sprach auch so. Er nahm natürlich auch Watten, das ist klar. Ja, macht einen auch schiefen Mund da und hatte eine Schlägermütze auf und legte los. Ja, das war unsere Welt von Humor. Die Frage lautet heute im Jahre 2017, was nennt ihr Humor? Was ist überhaupt Humor? Kann man das anfassen? Kann man das kaufen? Kann man damit überhaupt was machen? Ich, GlotzTV, so hörte mal Nina Hagen Wohlbehagen. Wir hatten so manchen Crazy Man, ja, der heute leider verstorben, sehr lange schon. Kinski, sein Name. Kinski steht für Irrsinn, Wahnsinn. Ja, und dabei war er Künstler. Warum hat er es gemacht? Nun ja, ich kannte ihn noch. Er war gut drauf. Ja, verdammt gut drauf. Schimanski, Darsteller, Götz George, war auch verdammt gut drauf, hat auch sehr gut gemacht, kam aus der Welt der Karl May, Winnie Two und Co. Und machte auch so manche einen froh.
Ihr merkt, wenn man alt wird, fängt man an zu sinnen. Wenn man alt wird, fängt man an, darüber nachzudenken, was ist denn heute eigentlich los? Warum sind denn heute alle so? Morgen, Grüße. Hallo. Sollte jemand Lust und Laune haben, sich dieses Video anzuschauen und auch die anderen Videos schon irgendwann irgendwo mal gesehen, gesehen hat. Also wie gesagt, heute waren wieder einige Schauspieler da. Mord in der Aussicht. Die Serie gibt es nicht mehr. Es gibt zwar eine Petition, dass die Serie Mord mit Aussicht da in Hängasch, wo werden da die Morde gesucht, beziehungsweise die Mörder gesucht, weil da Todesopfer sind. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Da waren ja einige lustige, ich meine, die Serie war spitze. Heute, Hubert und Staller, dann wisst ihr auch, wann es heute die sechste Staffel, um 18:50 ARD, beginnt die sechste Staffel von Hubert und Staller. Ist auch irgendwie heiter und tödlich in der Serie. Früher hieß es nur Hubert und Staller. Heiter bis tödlich. Egal, ARD, 18:50 Uhr, einschalten, jeden Mittwoch. So, die anderen Fans, Hubert und Staller. Darum geht es jetzt in diesem Video an sich gar nicht. Obwohl in diesem Video Polizeikräfte auch mal erklärt, und, Polizist, ich auch mal erklärt, Polizist, also Anwärter, lassen wir jetzt nochmal weg. Ja. Wenn wir halt schon in der Justiz rumirren und vor allen Dingen im SGB-Bereich, fragt man sich, also. In einer Verfassung, die wir wirklich haben, eine Verfassung von Nordrhein-Westfalen, weil ich kann jetzt nur über die Verfassung über Nordrhein-Westfalen. Ich muss ihr mal zum Besten bringen, weil ich habe so viel Lust heute, beziehungsweise so viel Spaß heute. Man sieht meine Kulisse, ja, das ist eine Drehkulisse, also das ist die Star Wars Lounge. Natürlich kann man die Sachen kaufen, ja. Also wenn Kunden reinkommen und sagen, oh, sind Sie Fan von Star Wars? Boah, Wahnsinn. Nee, bin ich nicht. Das hier ist ein Geschäft, wo man dieses da kaufen kann. Ja? Wir sind jetzt kein Spielwarengeschäft, sondern ein bisschen mehr. Also hier gibt es halt ein bisschen mehr. Somit kann man die kaufen. Aber ich persönlich bin kein Fan. Weil irgendwann war das so oft gefragt worden, ob ich ein Fan wäre von Star Wars und Püppchen und was weiß ich nicht alles. Haben sie aber niedliche Püppchen. Nee, ein Einzelhandelswarenfachgeschäft, beziehungsweise so eine Art Tante Emma. Gut, da ecke ich auch immer an. Tante Emma, das war im 18. Jahrhundert, kenne ich nicht, ne? Ist klar. Aber das hier ist so ein Flair von Tante Emma. Hier wird einem noch geholfen, man kann mit ihm reden, der da arbeitet und so weiter und so fort. Hallöchen! Hi. Hi. Angenehm, Walfisch. Was? Angenehm, Walfisch. Ich komme nur vor. Moin. Moin, Herr Findling. Jo. Tschüss. Tschüss. Tag. Gleichfalls. Ich muss hier nur was auskriegen. Ich komme. Wollt ihr am Computer oder was? Ja, nee. Nee, nein. Okay. Ich muss irgendwas zum Besten bringen, weil ich habe so viel Lust heute, beziehungsweise so viel Spaß heute. Man sieht meine Kulisse, ja, das ist eine Drehkulisse, also das ist die Star Wars Lounge. Natürlich kann man die Sachen kaufen, ja. Also wenn Kunden reinkommen und sagen, oh, sind Sie Fan von Star Wars? Boah, Wahnsinn. Nee, bin ich nicht. Das hier ist ein Geschäft, wo man dieses da kaufen kann, ja. Wir sind jetzt kein Spielwarengeschäft, sondern ein bisschen mehr. Also hier gibt es halt ein bisschen mehr. Somit kann man die kaufen. Aber ich persönlich bin kein Fan. Weil irgendwann war das so oft gefragt worden, ob ich ein Fan wäre von Star Wars und Püppchen und was weiß ich nicht alles. Haben sie aber niedliche Püppchen. Ein Einzelhandelswarenfachgeschäft, beziehungsweise so eine Art Tante Emma.
Gut, da ecke ich auch immer an. Tante Emma, das war im 18. Jahrhundert, kenne ich nicht, ne? Ist klar. Aber das hier ist so ein Flair von Tante Emma. Hier wird einem noch geholfen, man kann mit ihm reden, der da arbeitet und so weiter und so fort. Hallöchen! Hi. Hi. Angenehm, Walfisch. Hi. Angenehm, Walfisch. Ich komme nur vor. Moin. Moin, Herr Findling. Jo. Tschüss. Tschüss. Gleichfalls. Ich muss hier nur was auskriegen. Ich komm. Wollt ihr am Computer oder was? Ja, nee. Nee, nein. Okay. Die beste Frage gerade war, was wäre eigentlich gewesen, wenn es Hitler gar nicht gegeben hätte? Was wäre dann heute? Gäbe es dann überhaupt die ganzen Computer und das alles? Weil das eine ist ja hin und wieder mit dem anderen verschmolzen. Ne? Wenn irgendein Aggressor unterwegs ist, versucht man den ja loszuwerden, dann lässt man sich irgendwas einfallen. Der Kalte Krieg zum Beispiel, die Russen waren da, der Sputnik und dann um Gagarin und so weiter und dann hat man halt den Mond einfach mal angeflogen. Ja, und deswegen brauchte man Computer. Ja, und so ging es los. So muss man das sehen. Und wer war der Bösewicht? Der Bösewicht. Genau. Und das war halt dieser komische Typ, genannt Hitler. Wie gesagt, hätte es den nicht gegeben, was wäre dann gewesen? Ich muss mal gucken hier. Ich habe da so einen komischen Pinorik drin. Er folgt meinen Finger. Ah, ich finde es toll, diese ganze Elektronik. Ihr wisst, wovon ich jetzt gerade spreche. Ne? Man wird ja hier immer so eingemessen. Also die Kameras messen einen ein, um den scharf zu schalten. Jetzt habe ich da irgendwie eine Scharfschaltung geschaltet. Ich kann mit dem Teil da rumspielen. Egal, darum ging es ja nicht. Also wie gesagt, wir sind keine Fans. Wir sind Produktion, also wir sind hart arbeitende Menschen, die versuchen, mit diesem Flair hier den Menschen etwas zu geben für ein paar Minuten. Und das ab 20 Cent sollte reichen. Ja, wenn man sich das alles so anschaut, die Verletzungen, die wir tagtäglich durch die Macht bekommen, ihr wisst, zügellose Macht ist korrumpierbar, weil diese ja nicht kontrolliert wird. Also keiner von denen wird kontrolliert. Die können da machen, was sie wollen. Natürlich gibt es Ämter, wo man sich beschweren kann, aber da macht keiner was. So, wenn man nicht Millionär, Billionär, Trillionär, Rhabarberkirchen ist, hat man eh keine Chance, irgendetwas zu bewegen. Dieses Video bewegt schon mal gar nichts. Vielleicht die Lachmuskeln oder die Finger, irgendetwas darunter zu schreiben. Mein lieber Freund, bla bla bla. Ne? Wissen wir ja, ist ja klar. So, ich beantworte mal eben die Frage, wenn es Hitler nicht gegeben hätte, was hätten wir dann heute? Das ist eine gute Frage, die beantworte ich. Ja, muss ich mal gucken, wie ich sie beantworte. Ich werde sie beantworten. Ja, noch einmal, der Mord, steht dir gut? Nee, Mord mit Aussicht in Hengersch, ne? Die Jungs waren gerade da. Und jetzt hänge ich ein. Hey!